hineinzustürmen, sondern es ist erstmal zu sehen, was kann der andere. Und der Weisung vom Ringrichter ist erfolgt. Beide gehen nochmal zurück in die Ecke. Die Judges müssen sich für fertig und bereit erklären. Und jetzt geht's los. Alles Gute an den Welser. Und beginnt gleich mit einem Low-Kick, Innen-Low-Kick zum Körper. Versucht der Front-Kick, der Pole bleibt ruhig. Versucht mit den Händen, noch einmal versucht der Low-Kick zum Oberschenkel. Aha, man sieht schon, Pole bleibt immer noch ruhig. Wieder Innen-Low-Kick zum linken Bein. Man muss dazu sagen, oh, und ein mächtiger Low-Kick, aber war mehr auf Schienbein als wir sonst wohin. Schauen wir, da wird viel taktiert. Ja, versucht der Mittelkick zu der Leber. Ja, Timeout, weil da passt anscheinend der Schienbeindeckel nicht. Natürlich versucht der Pole gleich mit seiner mächtigen Physis hier den Wöser zu beeindrucken, aber so richtig beeindruckt sagt sie der Wöser noch nicht. Bleibt immer noch ruhig. Oh, schöner Versuch, der Highkick zum Kopf. Ja, wunderschön, jetzt im Clinch. Müssen wir mal schauen. Ah, der Wöser bleibt immer noch ruhig. Schöne Körpertreffer, wunderschön. Und jetzt der Frontkick nachgesetzt. Ist richtig nach unten durchgegangen zur rechten Zeit. Ah, blockt wunderbar die Treffer zum Kopf. Es wird so gesehen, als ob der Pole Treffer gemacht hat, aber da war kein Treffer dabei. Das war nur auf die Deckung des Wösers. Auffällig ist beim Schimmern, beim Polen, dass er die Deckung sehr tief hängen lässt. Damit wird er natürlich anfällig für eventuelle Highkicks und schlägt sehr viel Innenhand. Oh, wunderschöne Linke zum Kopf. Herrlich geschlagen. Wunderschön. Ah, das hat den. Da war der Pole schon ein bisschen beeindruckt. So ist es nicht. Der Pole fightet sehr wohl zurück, aber seine Deckung wird immer tiefer. Also da muss man schon aufpassen, weil wie wir gesehen haben, der Wöser kann Highkicken und wenn er das gut vorbereitet, steht dem Highkick nichts im Weg. Kakato Gerdi, oh, das ist, kommt eher aus dem Semikontakt. Also ein sogenannter versuchter Ex-Kick. Schöne lange Gerade vom Welser. Ah, nette Luft verbraten, ja. Sehr viele Einzelschläge jetzt. Jetzt kommt keine Kombination. Jetzt versucht, dass der Pole nach vorkommt. Hat immer noch die Deckung sehr tief. Ja, und das ist das, wo er dann anfällig ist. Und erste Runde ist vorbei. Ganz großartig vom Welser. Hat sich also nicht von der Physis von dem Polen beeindrucken lassen und macht ihr euch ein Urteil zu Hause, wer diese Runde gewonnen hat. Aber ich würde diese Runde mit 10:9 eindeutig dem Welser geben, dem Pleon, der sich hier ganz, ganz großartig geschlagen hat. Schauen wir mal, vielleicht war das auch nur ein taktisches Geplänkel vom Polen, von Szymon Dębrowski in der ersten Runde. Aber ich denke hier zu sehen, dass der Pole eine sehr schlampige Deckung hat, die ihm irgendwann einmal vielleicht zum Verhängnis werden könnte. Der Welser muss natürlich aufpassen, dass er nicht in diese brachialen Schläge des Polen hineinläuft, natürlich, weil wenn der trifft, dann kann es auch schnell vorbei sein. Aber schauen wir mal, viel Muskeln brauchen viel Sauerstoff. Nach einer Minute fertig jetzt für Runde 2. Der Welser aus der blauen Ecke, der Pole mit den gelben Handschuhen und den roten Schienbeinschonern. Und wenn man es beobachtet, der Pole lässt immer wieder beim Kicken die Hände. Ja, aber schöner Highkick. Sehr gut gesetzter Highkick vom Polen. Ja, wieder diese Einzelschläge. Aber es sind im Treffer. Der Welser setzt Treffer mit Low-Kick. Ja, jetzt versucht er. Ah, sauber geschlagen, Achtung Körper. Schön Richtung Leber vom Welser. Und jetzt wieder. Ja, wieder zu der Leber. Ausgezeichnet. Jetzt muss er aufpassen, dass er nicht in den Konter läuft. Er muss jetzt dicht bleiben. Es wird härter. Aber der Pole offenbar beeindruckt. Jetzt kommt er mit der Serie. Das war jetzt genau das, was natürlich zu befürchten ist. Schlägt am Hinterkopf. Ja. Jetzt ist der Kampf vorbei. Der Kampf ist offenbar zu Ende, weil sich herrscht etwas Verwirrung. Versteht jetzt keiner.
Der Wölz hat sich weggedreht und die Hand gehoben. Normalerweise nach Regelwerk muss der Kampf unterbrochen werden und der Welser wird angezählt. Aber sehr eigenartige Entscheidung vom Ringrichter, dass er hier jetzt den Polen zum Sieger erklärt. Aus meiner Sicht hätte es eher so sein müssen, der